Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Elite Dangerous. Und der Chrissy ist weg, aber der Timmy ist da. Hallo Timmy. Juhu, sagen sie alle. Und der Timmy hat eine Handelsmission irgendwie und da kriegt er irgendwie 8000, 9000 Credits und ich bin so gespannt. Ich glaube, da stimmt was nicht. Na, wollen wir mal schauen hier. Wollen wir mal schauen. Ich bin schon ganz nervös. So, und ich habe, was habe ich überhaupt gemacht? Ach so, ich habe hier in diesem System, habe ich meine, irgendwas abgeliefert. Genau. Und und jetzt habe ich innerhalb des Systems einen Frachtauftrag bekommen. Das fand ich gut. Der gibt mir sogar irgendwie 2000 Cash oder so, wenn ich den abschließe. Ja, das Spiel erkennt wahrscheinlich so den Skill des Spielers und richtet die Missionen danach aus. Genau. War ein langer Tag, ich bin ein bisschen garstig. Das interessiert hier keinen. Ja. So, hallo Tito Orbital. Ich bräuchte dann mal bitte eine Landegenehmigung. An, wo? Wo darf ich? Gar nicht. Verweigert. Achso, ich bin noch zu weit weg gewesen. Boah, ich bin ja Kilometer weit weg hier. Das ist eine hübsche Raumstation. Wenn ich irgendwann mal eine eigene Raumstation haben werde, dann möchte ich, dass die so ist. Wo bist Oder du eigentlich? Wo treibst du dich rum? Alter, ich weiß es nicht. Ich lande gleich auf dem Tito-Orbital. Tito-Orbital. Jo, das Na ist gut. Eine Raumstation im System LP751-1. Ja, da bin ich um die Ecke. Ja. Landeplatz 31. Da treffen wir uns dann. Ja, ich stehe auf 32. Kannst du mal rüber gucken und winken. Ich bin ja noch nicht da. Ich versuche jetzt erstmal hier... Ja, die Milchstraße ist halt auch wirklich ein Dorf, ne? Es ist Wahnsinn, ne? Manchmal unglaublich. Aha, aha, okay, von hier rein wäre blöd. Oh, das. Kann das sein, dass die Sprünge zwischen verschiedenen Galaxien oder Systemen, wie auch immer man das nennt, dass die unterschiedlich viel Sprit brauchen? Na klar, kommt ja auf die Entfernung an. Weil der Nachteil an meiner 8000-Credit-Mission ist, dass ich jetzt mit fast keinem Sprit mehr da ankomme. Ja, es ist egal, Sprit kostet nichts. Ja. Ist hier schon mal der Sprit leer gegangen, irgendwo auf halber Strecke? Nö. Frag mich, was dann passiert. Abgeschleppt? ADAC, also. Tja. Man könnte ja meinen, dass dann hier hinter die 30, 31 kommt, ist aber nicht, okay. Ach, verdammt, wo ist denn hier mein Landeplatz? 1, 12, 7, 34, 28. Seid ihr doof oder so? Ich brauche die 31. Da. Ein scheiß Flughafen hier. Hier komme ich auch nicht mehr wieder. Wie in Frankfurt hier. Hey. Meinen tollen Flughafen. Ach, hör auf, Tim. Einer ist hässlich und alt. Und nochmal 2000 Credits. Juhu! Leute, holt die Brüste raus. Du dai. Oh, ich glaube, man kann festhalten, in der Zeit, die ich für den 8000-Credit-Auftrag brauchst, machst du halt einfach 4 oder 5
2000 Credit aufkriegen. Nee, leider nicht. Hier aber Leichtguttransport ins System. Brauchst halt nur Frachtmenge 33. Also wenn du einen großen Frachtraum, machst du aber auch direkt 88.000 Credits, ne? Jo. Jo. Wir müssen sowieso mal gucken, wie welche Mission funktioniert. Der Chrissy war da vorhin auch schon. Der Chrissy hat aber die eine Kampfmission abgeschlossen, ne? Diese. Nee, er hat voll auf die Fresse bekommen. Oh. Er hat gesagt, er kam aus dem Hyperraum raus und bumm, war tot. Hatten aber noch gesehen, dass der Typ irgendwie als Kontakt angezeigt wurde. Keine Ahnung. Er hat gesagt, ich wurde noch in keinem Spiel wurde ich so schnell getötet wie in diesem. Ja, schön. Ja. Spricht für den Schwierigkeitsgrad. Ja. Ich meine, okay, die Quest gibt auch 119.000 oder so. Da muss ja irgendwas klar, dran sein. Es ne? wäre blöd, wenn man den einfach zwei Schüssen abschießen würde. Eben. So, 2x3. Ich möchte eine Hauler haben. Darf ich eine Hauler haben? Ne. Fehlen mir noch ungefähr 10.000. Ne? Ein bisschen weniger als 10.000 Credits. Dann könnte ich mir eine Hauler kaufen. Du hattest hier nichts gesehen, irgendwie, dass man sich Geld leihen kann oder so, ne? Noch habe ich es nicht gesehen. Der Chris war es, okay. Oder er hat wieder irgendwie Sachen gesehen, die, ja, die keiner gesehen hat. Hat er mir dann vorgelesen, ja, man kann sich so und so viel leihen, dann für 10% und 10% seiner Einnahmen, bis das Geld zurückgezahlt ist und hast nicht gesehen. Und ich denke so, was? Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Wenn du Geld brauchst, dann frag mich, ich leih dir das. Kein Problem. Ja, du bist ein netter Kerl. Kurier gesucht. Ach komm, ey. 700 Credits. System Kleier Karma von mir aus. Von mir aus. So, was ist mit deiner 8.000, 9.000 Credits-Mission? Ja, ich bin jetzt gleich bei der Plattform. Sehr gut. wo ist sie? Was ist das? Ja? Sein, was für ein System wollte der? Kleier Karma-System, okay. Gibt es eigentlich, jetzt ganz blöd gefragt, sowas wie eine Handbremse, wenn man auf die Station zufliegt? Weil da steht dann ja immer verlangsamen, ne? Ja. Regel dann immer ganz es gibt einen Notstopp. Aber auch das wird nicht instant umgesetzt, sonst wirst du ja platt gedrückt in einem Raumschiff. Ah, okay. Also mit X kannst du aber bremsen. Wolke nicht gescannt. Was wollt ihr für eine Wolke? Ich kann nicht frameshiften, weil ich die Wolke nicht gescannt habe. Kann ich scannen. Ich habe keinen Scanner. Aha. Ho, 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 ho. Weißt du, was das Erschreckende ist? Ich habe mir irgendwann mal vorgestern oder so hier für viel Geld eine neue Waffe gekauft, ne? Mhm. Und ich habe die noch nicht einmal im Kampf benutzt, weil es keinen Kampf gibt. Ich mache hier nur noch Handel, das ist doch auch blöd. Wo ja, bist du denn? Ich möchte mal... Willst du mir mal die Waffe demonstrieren? Meine Waffe zeigen. Ja. Nee, die Zeiten, wo ich mich... und blöden Sprüchen und Süßigkeiten von dir anlocken lassen hab, sind vorbei. Das ist ja schade. Nichts mehr mit Onkel André. Ja, ich überlege gerade, wie ich es hinbekomme, aber... Du bist nicht mehr so naiv wie einst. Nee. Aber du musst sagen, wir hatten aber richtig Spaß, oder? Phasenweise. Also ich... Waren das keine Freudentränen bei dir? Wie man es nimmt. Oh, ich hab dich genommen. So!
Röntgen-Gateway, da soll ich hin. Das ist doch machbar. Oh. Aber muss man hier lang genug nachfragen, dann geben sie dir auch mal so eine Landeerlaubnis. Voll Bock, ey. Ich hab schon zu Chrissy gesagt, wir sollten eigentlich hier die Voraussetzungen schaffen für ein schönes Erforschungsschiff, also jeder. Mit diesem Scanner, den du brauchst und den guten Shift, den du brauchst, um weite Sprünge zu machen. Und dann machen wir Twitch an und streamen irgendwie, weiß ich nicht, 20 Stunden oder so. Bis wir 1 Million Lichtjahre in-game auf dem Buckel haben oder so, keine Ahnung. Mhm. Hat er gesagt, yo, ist eine gute Idee. Und da habe ich so gedacht, nee. Was man ja auch eigentlich ganz gut machen kann, ist, man kann zwar nicht viele Missionen zusammen machen, aber wie sieht es denn aus, wenn man zusammen so sich der Piraterie verschreibt? Auf dem MMO-Server sozusagen. Ach, auf dem echt Vollserver, ja? Ja. Also ich habe nur gelesen irgendwie, dass die Leute da die Station verlassen und schon zum Matsch geschossen werden, wenn du Pech hast. Ja. Häufig. Also machen das wohl schon Leute, aber... Oh, ich werde abgefangen. Ja, dann schießen wir halt die ab, die anderen abschießen. Ist mir doch egal. Warte, ich muss ja den Fluchtvektor finden. Oh ja, ich bin auf dem Fluchtvektor. Irgendwas versucht mich hier aus dem Schiff rauszuholen. Oh, Timmy, ich habe Probleme. Oh mein Gott. Bist du das? Nein. Ein Raumschiffmann. Ach so. Nein, ich meine nicht das Dü-Dü-Dü, sondern hier, der mich hier... Ach, du raffst gar nichts. So, was jetzt? Abfangmanöver ausgewichen. Hahaha. Also dieses Minigame finde ich geil. Hast du das schon mal gehabt? Nee. Ist cool. Es gibt ja, wie gesagt, oder wie ich schon mal gesagt habe, gibt es ja dieses Teil, womit man Gegner oder andere Leute aus dem Hyperspace rausbekommt. Ne? Ja. Und ja, wenn du das machst, oder wenn das bei dir gemacht wird, sagen wir mal so, dann beginnt so ein Minispiel. Ey, der bremst hier nicht. Es ist unglaublich. Manchmal, wenn ich so ein System will, dann beschleunigt der noch wie so ein Irrer. Ich raff das nicht. Auf jeden Fall kommt da so ein Minispiel, wo du da so einen Ausweichvektor nachjagst. Wenn du es schaffst, dann hat er Pech gehabt. Wenn du es nicht schaffst, dann kannst du halt für eine gewisse Zeit den Hypersprung nicht mehr machen. Und musst dich gegebenenfalls den Kampf stellen. Mhm. Geil, ne? Habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Kommt noch. Boah, warum kann ich denn hier nicht landen? Das gibt's doch nicht. Oh, also. So. Mal gucken. Jetzt entscheidet sich, wie viel die mir wirklich zahlen. Mhm. Ich freue mich schon. Ja, 8254 Credits. Dankeschön. Cool. Möchte auch so Transportmissionen. Scan detected. Landing gear deployed. Oh! So, einmal volltanken bitte. Das kann ich mir jetzt nämlich mal erlauben hier. Und zwar so richtig. Einmal aus Versehen irgendwo gegengeflogen. Ja, das kann ja auch mal passieren, ne? Passiert dem Besten. Und den Timmy. So, ich soll auf 16 landen. Das ist die 19. Manchmal ist der eigene Landeplatz, den man braucht, definitiv noch nicht mit einem Kästchen versehen. Ja, muss ich auch sagen. Dafür andere. 36. Ah. Wahrscheinlich muss ich aber so landen, dass er in die Base reinguckt, ne? Also das heißt... Ja, komm, er muss hier nicht den Macker machen, nur weil ich hier gerade... Hast du schon mal so eine Bonusmission gemacht? Was ist denn eine Bonusmission?
wo du Rank Progression bekommst für? Wo du kein Geld bekommst, sondern nur. Ja, hier steht Ihre positive Einstellung zur Föderation wurde bemerkt, Kommandeur. Habe ich noch Wir nie haben schon gehabt. eine Weile ein Auge auf Sie und Sie haben Potenzial. Ehrlich? Ja. Ja, mach mal, habe ich noch nie gehabt. Weiß nicht, was das ist. Der Timme, der rockt aber ziemlich hier heute, oder? Aber hallo, ich habe jetzt noch nicht gelesen, wo ich hin muss. Sehr gut. Das ist, ja, das ist immer gut. Kleidungs in LHS 3437 System. Ja, das mache ich doch mal. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Peu à peu nähern wir uns dem neuen Schiff. Oh. Och, nicht schon wieder. Mein Gott, ey. Also mit der Basis habe ich hier aber. So, Schnauze voll. Weg hier. Dreckstation. So, wo soll ich hin? Ins System LHS 3437. Kannst du das mal merken, Tim? 34, 37. Nee. LHS. Da oben ist ein LHS-System, aber nicht das, was ich will. 3437. Boah, kann man ja hier mal die Details ausschalten hier? Wunderbar. LHS 3437. Ich glaube, ich muss es suchen. Da. 3447. Toll. Jetzt muss ich irgendwo nicht letale Waffen herbekommen. Ja, ich muss jetzt nämlich für die Föderation sozusagen auch noch drauf zahlen. Ich muss jetzt nicht letale Waffen irgendwo finden und dann hierher bringen wieder. Ja, dann mach das doch mal. Und nimm dabei auf, dann sehen die Leute das auch mal. Nee, Ja, lass lieber. nö, geht nicht. So wie du landest. Bei der nächsten Mission. Muss ich mir erstmal überlegen, wo ich nicht letale Waffen herbekomme. Hast du vielleicht welche geladen, André? Nicht letale Waffen sind ja nicht tödliche Waffen, ne? Ja, kannst du nichts mit anfangen, ne? Nein. Dachte ich mir schon. Habe ich nicht das DLC nicht runtergeladen, gekauft, erworben. So. Landeklappen ein. Landeklappen? Oder wie auch immer. Ist schon richtig. Außerdem bin ich schon reicher als Chrissy und du zusammen. So. Das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Also, der Chrissy hatte irgendwas gesagt, der hat etwas über 10.000 Credits. Ja, habe ich jetzt auch. Aber Chrissy hat sich wahrscheinlich schon Aufrüstungen gekauft. Ich kann es dir nicht sagen. Gardner Stop. Ich habe momentan geldmäßig 8.198 Credits. Aber wie gesagt, du hast ja auch schon ein bisschen mehr Ein paar reingesteckt. Aufrüstungen, ja. Das kriegst du ja beim Eintauschen oder Verkaufen des Schiffs. Ja, beim Eintauschen eigentlich, ne? Verkaufen geht, glaube ich, nicht, ne? Also das ganze Schiff zumindest nicht. Aber da kriegst du ja irgendwie dann Teil wieder. Ja. Ja, ist jetzt halt die Frage, ob die
ja, die Spielemacher von Elite, ob die eher vorhaben, der Konkurrenz mit Star Citizen aus dem Weg zu gehen und deswegen eher auf Singleplayer-Experience Wert legen. Oder ob sie versuchen, in komplette Konkurrenz zu treten und dann halt ja auch nochmal so richtig am Multiplayer schrauben, ne? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Also Konkurrenz aus dem Weg gehen ist auf jeden Fall nicht doof. Nur die Also ich habe Konkurrenz dauert wohl hab noch eine über ein Aussage von einem der Jahr. Entwickler gelesen, der meinte, kauft euch einfach zuerst Elite und dann Star Citizen. Ist halt pragmatisch, ne? Schießt da jemand auf mich? Ja, da schießt jemand auf mich, aber warum? Der föderale Sicherheitsdienst schießt auf mich. Oh, warum? Weiß ich nicht, ich habe nichts gemacht. Hätt's mal aufgenommen, dann hätten wir es jetzt erfahren können. I shot the Timmy. Ich bin aber in den Hyperraum abgehauen. Trotzdem bist du wahrscheinlich ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt bekommen haben. Da weiß ich nichts drüber. Werde ich aber gleich rausfinden, glaube ich. Wir werden es alle gleich rausfinden, allerdings nicht mehr in dieser Folge. Erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play Elite Dangerous. Sag tschüss. Tschüss. Tschö.